Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen ja zu diesem Video. Ja, eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme, ist, lohnt sich es eigentlich noch im Energiemarkt zu starten? Ist das Ganze lukrativ? Sind die Provisionen hoch genug? Und darauf möchte ich jetzt in diesem Video eingehen. Ich werde jetzt gleich die Kamera ausschalten, werde dir gleich ein paar Dinge zeigen am Rechner, weil ich habe zu diesem Thema ja im weitesten Sinne schon ja, einiges an Artikel auf meinem Blog veröffentlicht und möchte da die wichtigen Punkte jetzt für dieses Video quasi dir anhand des Blogartikels dann eben zeigen. Werde dann die Blogartikel auch unterhalb des Videos dir zur Verfügung stellen, sodass du dir über das gesamte Thema ja einen guten Überblick verschaffen kannst. Aber in diesem Video soll es jetzt darum gehen, die Thema oder beziehungsweise die Frage zu beantworten, lohnt es sich Strom, Gasverträge, Wärmeverträge, lohnt sich die Vermittlung dieser überhaupt noch und wie sieht mit den Provisionen aus. Also, lass uns mal loslegen. Ich werde jetzt mal hier die Kamera ausschalten, den Bildschirm mit dir teilen. So, jetzt solltest du eigentlich den Bildschirm sehen und lass uns da einfach mal loslegen, warum es sich rentiert und warum es sich lohnt, im Energiemarkt gerade auch Network Marketing zu machen und sein eigenes Business in dem Bereich zu starten. Zunächst mal ganz kurz, lass uns auf den Markt eingehen. Der Markt und die steigenden Energiepreise. Kannst du einfach mal selbst für dich gucken, wenn du mal so die letzten 10, 20 Jahre Revue passieren lässt oder halt eben die Abrechnungen, die du hast, kannst du dir einfach mal zur Hand nehmen, dann wirst du feststellen, dass du tendenziell ja, es mit steigenden Energiepreisen zu tun hast, ja. Und machen wir uns auch nichts vor. Energie wird also immer teurer. Und das ist natürlich dann für die Menschen schön, wenn sie für das Gleiche, ja, ich sag mal, weniger bezahlen müssen. Und das ist wie bei der Tankstelle auch. Man freut sich immer, wenn die Spritpreise tief sind. Ja, und wenn man fürs Gleiche den Tank einfach voller machen kann. Genau. Dann der zweite Punkt sind die hohen Provisionen, die es in dieser Branche eben halt gibt. Das liegt halt einfach daran, der Energiemarkt, ja, sei es Strom, Gas, Wärme, ist halt riesig, ja. Und dort tummeln sich super viele Anbieter, die natürlich gerne neue Kunden gewinnen. Und überall, wo eine starke Konkurrenz ist, sind natürlich Verkäufer gefragt oder ja, Unternehmer gefragt, denen es gelingt, ja, diese Verträge dann auch an den Mann zu bringen. So, und wie gesagt, wo hohe Konkurrenz ist, da gibt es in der Regel dann auch sehr, sehr stark und sehr, sehr gute Provisionen. Ja, und das ist in dieser Branche der Fall. Wenn du allerdings dich für ein Unternehmen entscheidest, beziehungsweise ja, in diesem Bereich tätig sein willst, dann ist es aber wichtig, beziehungsweise du bist dann auch gut beraten, wenn du nicht nur auf die Höhe der Abschlussprovisionen schaust, sondern wenn du dir auch anschaust, welchen Vertriebsweg nutzt denn dein Partnerunternehmen. Unser Partnerunternehmen zum Beispiel hast du die Möglichkeit, zum einen Direktvertrieb zu machen. Das heißt, du kannst also wirklich klassisch den Aufbau deines Kundenstamms betreiben. Und du hast aber noch die Möglichkeit, Network Marketing zu nutzen, dir ein Team aufzubauen und daran zu profitieren. Natürlich kann ein Unternehmen nie mehr Provisionen ausschütten, als es dann auch tatsächlich einnimmt. Und gerade wenn du so eine Kombi hast, Direktvertrieb und Network Marketing, ist es natürlich so, dass die Provision halt auch auf mehrere Ebenen dann verteilt werden muss. Dazu kommen noch Boni, Incentives etc. Und deswegen bist du da einfach gut bedient, wenn du dir das ganze Konstrukt anschaust. Ja, es nützt ja auch zum Beispiel nichts, wenn du irgendwo eine hohe Abschlussprovision für einen Einmalabschluss bekommst und bei einem anderen Unternehmen hast du dann eben halt auch einen hohen Abschluss, aber du kriegst noch schöne Folgeprovisionen. Klar ist der Abschluss jetzt nicht so hoch wie bei dem ersten Unternehmen, aber durch die Folgeprovision hast du ja, solange der Kunde bezahlt, wiederkehrende Einnahmen. Und das muss man dann halt auch in den Lebenszyklus eines Kunden dann eben ja mit einkalkulieren. Und dementsprechend sollte man nicht nur ja auf die Höhe der Provision schauen, sondern was bietet mir das Unternehmen insgesamt? Also Folgeprovision, gute Abschlussprovisionen, Teamprovision, Teamboni etc. Ja, genau.
Des Weiteren ist natürlich auch, das habe ich immer mal wieder so, wenn es, also manchmal vergleichen Leute ja auch unterschiedliche Branchen miteinander. Und ja, es gibt Branchen, da gibt es natürlich deutlich höhere Abschlussprovisionen, aber du brauchst halt auch mehr Kundenkontakte, du brauchst mehr Termine, um überhaupt mal zu einem Abschluss zu kommen. Und deswegen bist du auch da gut bedient, wenn du ja dir anschaust, okay, wie hoch ist denn der Wert der Kontakte, die du tust, ja. Und bei uns im Team ist es so, dass man so durchschnittlich sagen kann, dass von 7 Terminen 6 Aufträge zustande kommen und das sind in der Regel so 4 Kunden. Ja, wie kommen so diese Zahlen zustande? Das liegt einfach daran, dass ja, wenn du jetzt zu einem Kunden gehst, dann kann es natürlich sein, wenn der zum Beispiel ein Eigentum hat, ja, dass du dort 2 Aufträge schreibst, einmal Strom und einmal Gas oder Wärme. Ja, so und wenn du zum Beispiel mal zu einem Unternehmen kommst, wo mehrere Zähler hat, ja, dass du mit einem Kunden gleich mehrere Zähler. Und so kommen eben diese, ja, ich sag's mal, diese ungeraden Zahlen dementsprechend zustande. Und deswegen macht es auch Sinn, ja, zu schauen, okay, welchen Wert hat denn ja meine Aktivität pro Name, sage ich mal. Ja, wenn du zum Beispiel eine Namensliste hast mit 10 Leuten und gehst die alle durch, ja, dann hast du, da hat jeder Name, der auf dieser Liste steht, bei uns einen Wert von 52,50. Ja, wenn du natürlich 20 Leute hast, wenn du 100 Leute hast, dann eben mal 52,50. Also bei 20 Namen wäre es dann halt eben das Doppelte. Also ich denke, du weißt, was ich damit meine. Ja, und dabei spielt es jetzt erstmal keine Rolle, ob dann die Person oder jeder auf dieser Liste dann Kunde wird, dann das ist einfach der Durchschnitt, ja. Und da ist es natürlich schön, wenn man dann sieht, mit welchem Zeitaufwand das Ganze vonstatten geht. Aber dazu später gleich noch ein Stück weit mehr. Also nicht nur die Höhe der Abschlussprovision ist entscheidend, das wollte ich damit einfach nur sagen, sondern es kommt auf das Gesamtkonstrukt einfach an, ne? Okay. Dann haben wir in dem Markt natürlich Produkte mit 100% Begehrlichkeit. Das nicht deshalb, weil die Produkte jetzt so super sexy sind, ja, sondern ganz einfach, weil sie jeder nutzt. Ja, also ich persönlich kenne niemanden, der keinen Strom hat, ja, oder Strom nutzt. Und wenn jemand ein warmes Zuhause über den Winter haben will, dann nutzt er in der Regel auch ja, Gas, Wärme oder andere ja, Energiequellen halt dementsprechend. Gut, dann, was auch noch ein schöner Nebeneffekt ist, den man aber gar nicht so vernachlässigen sollte, das ist der Synergieeffekt mit anderen Unternehmen. Das heißt, du kannst dich in dieser Branche ja super stark vernetzen und ja Partnerschaften in anderen Branchen pflegen, ja, weil die Produkte im Prinzip für jeden interessant sein können, um ihn ins Produktportfolio mit hinzuzunehmen. Weil jeder, der jetzt, ich sag mal, mit Kunden zu tun hat, sei es Gewerbe oder Privatkunden, ja, der kann wenn man es geschickt macht, das Ganze miteinander verknüpfen. Ja, ich denke da zum Beispiel klassisch an den Finanzdienstleister, an den Versicherungsmakler, der sowieso bei seinen Kunden vor Ort ist und wenn der natürlich dann, ich sag mal, eine Ersparnis mal mitbringt, ja, dann kann man die Ersparnis entweder verwenden, um, ja, also man kann es verwenden, um zum Beispiel Mittel freizukriegen, um die eigenen Produkte ja quasi zu verkaufen. Man kann es aber auch einfach nutzen, um seinen eigenen Umsatz dementsprechend zu erhöhen und dem Kunden eine Ersparnis zu bringen. Man kann es auch mal in Stornosituationen einsetzen, ja, bevor man dann, ich sag mal, die Lebensversicherung stilllegt oder irgendwie welche Versicherung kündigen muss, dann hier einfach auch mal eine Ersparnis mit reinbringen, sofern es dann sich um einen ja vorübergehenden Engpass beim Kunden handelt. Also es gibt super viele Ansatzmöglichkeiten. Wenn du da Fragen hast oder Ideen brauchst, dann komm da einfach gerne auf mich zu. Und wenn du da an einer Zusammenarbeit interessiert bist, da findet man dann auch sicherlich gute Ansatzpunkte, ja, wie man das miteinander kombinieren kann. Also das heißt, aber auch zu anderen Networkern stehst du nicht in Konkurrenz, sondern jeder Networker kann im Prinzip die Produkte auch nutzen, um quasi ja seinen eigenen Kunden Ersparnisse zu bringen und dann die eigenen Produkte zu verkaufen oder mehr der eigenen Produkte einfach zu verkaufen.
Du hast auch eine Arbeitsplatzgarantie, ja. Wo gibt es das heute schon noch? Also solange die Menschen ein warmes Zuhause haben wollen und solange die Menschen Strom benötigen, ja, wirst du zu tun haben. Und das ist natürlich sehr schön zu wissen, wenn man denn ein Business in dem Bereich aufbaut, dass man dann halt auch, wenn man nach 3, 4, 5 oder 10 Jahren das Ganze dann wirklich so richtig, richtig schön zum Laufen gebracht hat, dass man dann nicht irgendwo von vorne anfangen muss, weil der Markt kaputt ist, sondern dass man weiß, man kann hier sehr, sehr lange davon profitieren und man muss nicht immer switchen. Flexible Zeiteinteilung, klar, auch das ist so ein Punkt, wo ich merke, dass der immer größer wird. Also klar, bei den meisten geht es auch um das Thema Geld, aber die örtliche und zeitliche Flexibilität, die ist für viele dann doch auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor geworden in der heutigen Zeit. Dann haben wir ein super einfaches Geschäft, ja. Also die Leute wissen, wenn sie auf den Lichtschalter drücken, geht das Licht an. Wenn sie die Heizung aufdrehen, dann kommt warm, ja. Oder dann wird es warm in der Wohnung. Das heißt, man muss es nicht großartig erklären, sondern man kann sich auf das konzentrieren, um was es geht, den Menschen eine Ersparnis ins Haus bringen und dann den Sack dann eben halt dementsprechend zumachen. Ja, auch eine hohe Weiterempfehlungsrate, das spricht ebenfalls für sich, weil ja, wer empfiehlt denn nicht gerne eine Ersparnis weiter, wer empfiehlt nicht gerne ja, einen Berater weiter, der einem ja für die gleiche Leistung ein deutlich besseres Angebot hat machen können. So, es gibt viele, viele Punkte noch, die dafür sprechen, zum Beispiel, dass die meisten Menschen aktuell noch beim Grundversorger sind. Circa 70% zahlen dementsprechend noch zu viel für ihre Energie. Und ein ganz, ganz wichtiger Grund: Du kannst sofort bereits innerhalb deines ersten Monats quasi auch ein Haupteinkommen erzielen. Das geht einfach durch die Kombi aus Direktvertrieb und Network Marketing. Das heißt, du kannst durch den Direktvertrieb sofort für deine Abschlüsse Provisionen erhalten, die dann quasi im Folgemonat ausbezahlt werden, zumindest ein Teil davon, ja. Und ja, hast so dann eben die Möglichkeit, aus deiner eigenen Kraft heraus quasi dein Einkommen zu bestimmen. Und auf der anderen Seite kannst du dir natürlich über die Zeit hinweg langfristig ein eigenes Team aufbauen, wo du ebenfalls dann Einkommen draus beziehen kannst. So, das haben wir schon besprochen. Genau. So, lass uns mal zu dem Thema Einkommen rübergleiten. So, und damit würde ich gern kurz dir hier was zeigen. Und zwar haben wir im Prinzip drei grobe Einkommensmöglichkeiten, zumindest in unserem Partnerunternehmen. Die erste Einkommensmöglichkeit ist ja deine direkten Abschlüsse. Das heißt, du baust dir einen Kundenstamm auf und immer wenn du einen Zähler vermittelst, beziehungsweise einen Vertrag vermittelst, dann ja, bekommst du dafür eine Abschlussprovision. Zusätzlich gibt es dann auch noch Folgeprovisionen, sodass du dir auch langfristig aus deiner eigenen Aktivität heraus, ja, ich sag mal, ein Folgeeinkommen aufbauen kannst. Die zweite Einkommensmöglichkeit ist dann das Einkommen aus dem Team. Ja, das heißt, du bekommst Differenzprovisionen auf die Abschlüsse deiner Partner und hast dann ja auch noch Differenzprovisionen eben auf die Folgeprovisionen. Also super tolle Geschichte. Und der dritte Punkt sind dann eben halt weitere Prämien, Leistungsprämien etc. So, und jetzt schauen wir uns einfach mal kurz diese Abschlussprämien an. Ja, und jetzt nehmen wir einfach mal an, ich spreche jetzt mal hier von einem Zeitaufwand 15 bis, sagen wir mal, 25 Stunden pro Monat. So, kommt daher, ja, ich kalkuliere immer so mit 30 bis 45 Minuten pro Gespräch, ja. Mal dauert es ein bisschen länger, mal geht's schneller. Und deswegen braucht man dann ungefähr für 20 Zähler beziehungsweise 20 Aufträge eben ungefähr diesen Zeitaufwand im Monat. Ne? Das geht natürlich auch schneller, ja. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch hier nichts reich rechnen oder beschönigen. Am Anfang wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen länger brauchen, weil du dich einarbeiten musst und so weiter und so fort. Gut, und jetzt nehmen wir einfach mal an, du würdest auf deiner ersten Karrierestufe ja nur 40 € bekommen im Schnitt pro Abschluss.
Auch hier möchte ich jetzt das gar nicht reinrechnen. Also wir sind hier wirklich, das sind sehr konservative Zahlen, ja, weil es mir jetzt hier nicht darum geht. Ich weiß, manchmal gibt es dann so Kommentare, ist auch viel zu wenig und so weiter, bla bla bla. Aber darum geht es nicht, sondern mir geht es einfach darum, eine wirklich machbare, für jeden machbare Sache aufzuzeigen, die durchaus dann realistisch ist. Natürlich gibt es auch Leute, die verdienen deutlich mehr. Ja, also das ist überhaupt kein Thema. Und auch die Abschlussprovisionen hier, das ist ein Durchschnitt und die sind einfach jetzt sehr, sehr konservativ gerechnet. Ja, so, dann wären das 800 Euro. Da kommen wir jetzt dann schon mal in einen Bereich, wo es auch ja, Arbeitsgruppen, will ich es jetzt mal nennen, gibt, die dafür einen ganzen Monat arbeiten müssen. Bleiben wir bei den 20 Anträgen im Monat und sagen, jetzt hättest du zum Beispiel durchschnittlich eine Provision von 60 Euro. Auch das ist nichts Unrealistisches, ganz im Gegenteil. Dann legen wir hier schon bei 1200 Euro Monatseinkommen. Und wie gesagt, ich spreche jetzt vom gleichen Zeitaufwand, ne? Und nehmen wir die gleichen 20 nochmal und gehen auf 120 Euro. Pro Abschluss, dann legen wir hier bei 2400 Euro. So, und jetzt nehmen wir einfach mal an, das wäre so deine durchschnittliche Provision, wenn du anfängst im ersten Monat, dann hast du deine erste Beförderung, dann wären das durchschnittliche Provision im zweiten Monat und dann eine durchschnittliche Provision im dritten Monat, weil du die nächste Beförderung hast. Ja, und da sprechen wir jetzt einfach von Provisionen im Privatbereich. Im Gewerbebereich gibt es da natürlich dann auch noch ganz, ganz andere Provisionen, weil dort halt in der Regel auch mehr Verbrauch und so weiter vorzufinden ist. Und da kannst du dann eben halt einfach auch für dich mal rechnen. Nehmen wir jetzt auch mal wieder diese 20 Anträge und sagen, okay, nehmen wir mal 100 Euro. Dann wären das 2000 Euro. Nehmen wir auch wieder die 20 Anträge mal 200 Euro Abschlussprovision. Dann liegen wir hier bei 4000 Euronen. Und dann nehmen wir mal 300 Euro, da legst du dann bei 6.000 Euro. Alles Rechenbeispiele, letzten Endes kommt es natürlich auf deinen Fleiß, auf dein Engagement an, aber einfach, dass du mal ein Gespür ja für diese Sache bekommst, wenn du jetzt noch nicht in der Branche tätig bist. Wenn du jetzt in der Branche tätig bist, dann wird es wahrscheinlich für dich ja ein alter Hut sein. Genau, also und dann die zweite Möglichkeit, also das hier waren jetzt die Abschlussprovisionen auf deine direkten Abschlüsse. So, und im Team gehen wir jetzt einfach mal davon aus, und auch das ist jetzt wirklich super konservativ gerechnet, nehmen wir einfach mal eine Differenzprovision je Abschluss von 10 bis 30 Euro. Wenn du also 100 bis 200 Abschlüsse im Team hast, dann ist dein Einkommen aus dem Team nur die Differenzprovision 1000 bis 6000 Euro. Bei 1000 bis 2000 Abschlüsse im Team legst du dann natürlich bei 10.000 bis 60.000 Euro und bei 10.000 bis 20.000 Abschlüssen im Team wären es dann 100 bis 600.000 Euro. Ja, so und wo du dann später landen würdest, das liegt dann ganz allein an dir selbst, an deinem Engagement, wie groß du dein Team aufbaust, etc. pp. Genau. So, auch hier habe ich es nochmal grafisch dargestellt, einfach jetzt hier anhand von einem Orga-Leiter, der hat jetzt hier 64 Euro Provisionsstufe zum Beispiel und der Vertriebsassistent, der anfängt, hat 40 Euro, der schreibt jetzt 25 Zähler. Übrigens, egal ob er das alleine oder mit anderen macht, dann 25 Zähler ist die Differenz, diese 40 zu 64 sind ja 24, also 24 mal die 25 Zähler 600 Euro. Hier 47 zu 64, ja, das sind 17 Euro. Und hier, egal wie viele Leute daran arbeiten, werden 60 Zähler produziert. 17 mal die 60 Zähler, ja, 1020 Euro Differenz. Dann hier noch eine Stufe weiter, wo, also hier ab hier arbeiten die Leute schon relativ eigenständig, ja.
Deshalb dementsprechend die Differenz hier nur 10 Euro. Und hier, egal mit wie vielen Leuten diese 90 Zähler zustande kommen, wären dann 900 Euro, also Einkommen aus dem Team 2520. Ja. Ist es realistisch? Ja. Kann es jeder? Nein. Es wird Menschen geben, die können es einfach nicht. Und es wird Menschen geben, die werden es übertreffen. Ja. So einfach ist der, ist das Ganze. Okay. Ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Konnte dir da einen guten Einblick dazu geben. Den Link zu diesen Artikeln hier werde ich dir in die Kommentarfunktion unten reinschreiben, da einfach mal reinschauen. Ansonsten hoffe ich, dass das Ganze für dich jetzt hilfreich war, dass ich die Frage, ob sich das Ganze lohnt, dass ich die hier beantworten konnte. Ja, falls du Anmerkungen hast, Fragen hast, nutzt da einfach die Kommentarfunktion dazu. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du den Kanal abonnierst. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Weitere Informationen im Übrigen verlinke ich dir ebenfalls unterhalb des Videos. Kannst dich einfach eintragen und dir weitere Informationen anfordern lassen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, alles, alles Gute und ja, maximalen Erfolg. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video ja wiedersehen. Bis dann, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.